Hi Stefan, wir haben gerade schon mal einen Blick in deine Metzgerei geworfen. Kannst du uns denn auch mit reinnehmen, damit wir uns das Grillgut mal näher angucken können? Ja, sicher, folgt mir. So, ich nehme euch jetzt mit zu uns in den Betrieb. Da können wir uns dann die Fleischstücke und Würstchen, die wir später fürs Grillen brauchen, aussuchen. Damit wir da reingehen dürfen, müssen wir uns jetzt erst umziehen, damit wir die geltenden Hygienevorschriften auch alle einhalten. Und jetzt können wir in den Betrieb gehen. Dazu gehen wir jetzt erstmal über die Hygieneschleuse und waschen uns vorher die Hände. Hier beim Wareneingang kommt dann jetzt ja das ganze Grillgut ein, was wir später fürs Grillen brauchen, ne? So ist es richtig, aber am Stück. Hier haben wir zum Beispiel unsere Schweinehälften und bei der Wareneingangskontrolle prüfen wir ab, ob sichtbare Fremdkörper oder Schädlinge am Produkt vorhanden sind. Und außerdem, das ist das Wichtigste an der Stelle, wir prüfen die Wareneingangstemperatur. Wenn die über 7 Grad Celsius liegt, können wir die Ware nicht annehmen. Passiert im Allgemeinen aber nicht. Und was schauen wir uns jetzt zum Grillen als erstes an? Wir gehen jetzt in die Zerlegung und schauen uns ein Teilstück vom Rind an und da erkläre ich euch die verschiedenen Cuts, die man aus dem Roastbeef schneiden kann. Stefan, zum Grillen gehört ja auf jeden Fall auch Steak, aber das ist ja jetzt noch ein bisschen zu groß für den Grill. So ist es richtig. Deswegen erkläre ich euch jetzt mal, was man aus dem schönen Stück alles machen kann, um hinterher zu grillfertigen Portionen zu kommen. Also, wir haben hier im Roastbeef wie gewachsen von der Ferse. Das ist das Fleisch, das wir für unsere Kundschaft in unserem eigenen Ladenverkauf verwenden. Und aus diesem schönen Roastbeef kann man die unterschiedlichsten Teilstücke herausschneiden. Und wir beginnen hier jetzt mal mit dem Filet. Das Filet ist das edelste Teil aus dem ganzen Roastbeef und das sitzt hier an der Stelle. Im Prinzip müsste ich das jetzt so rumlegen. Der Filetkopf ist hier zu finden und die Filetspitze haben wir hier. Um daraus jetzt eine grillfertige Portion zu erzeugen, müssen wir hier vorne die Spitze ein Stück abschneiden. Daraus kann man dann zum Beispiel Züricher Geschnetzeltes machen. Und dann kann man hier anfangen, die schönen Medaillons runterzuschneiden. Ein Stück haben wir jetzt hier unser Roastbeef, also den Rinderrücken. Aus dem wird klassischerweise das Rumpsteak geschnitten, das jeder von uns kennt. Das Rumpsteak, das findet man hier beim Roastbeef in diesem Bereich hier hinten und liegt sozusagen dann auf der anderen Seite des Filets. Beim Rumpsteak erwartet der Verbraucher oder der Kunde im Allgemeinen ein mageres Stück und das versucht man hier jetzt auch zu erzeugen. Als nächstes gucken wir uns jetzt das Entrecot, so nennen wir das an. Das ist das Stück hinterm Rumpsteak, das ist hier in dem Bereich. Und das Entrecot haben wir hier schon mal vorbereitet. So, das ist jetzt ein Produkt, wo der Verbraucher auch gerne mal ein bisschen Fett dran hat. Deswegen wird es jetzt nicht so ordentlich zugeputzt, wie das vorher beim Rumpsteak oder beim Roastbeef der Fall gewesen ist. Das Fett gibt dann in dem Fall auch den Geschmack, oder? So ist es richtig, ganz genau. Und das tut sich beim Grillen ja auch nochmal schön beim krossen Anbraten schön verlaufen und erzeugt dann im Mund das saftige, harmonische Gefühl. Und dann hat man hier dann auch direkt ein schönes Steak, dass man sich auf den Grill legen kann.
Jetzt hast du uns ja schon ziemlich viel an dem Stück gezeigt. Was fehlt denn jetzt noch an Cuts? Das, was ich euch gerade gezeigt habe, sind die klassischen Schnitte, die wir schon so seit Jahrzehnten im Prinzip machen. Ich will euch jetzt so diese neuen Cuts vorstellen, noch zwei Stück, die so erst jetzt in den letzten 10 Jahren zum Vorschein gekommen sind. Anfangen tun wir hier mit diesem Prime Rib Stück, wie wir das hier nennen. Das ist im Prinzip auch hier in dem vorderen Bereich zu finden. Liegt so, in dem Roastbeef drin und wird dann von unseren Leuten ausgelöst. Das ist jetzt wahrscheinlich eher so ein rustikalerer Cut, oder? So ist es richtig, genau. Ein Knochen ist nicht jedermanns Sache, macht aber unglaublich Spaß, es zu herzustellen und hinterher zu grillen, weil es was ist, was man nicht immer überall bekommt und auch nicht immer macht. Auf den Grill, wie gesagt, kann man es entweder als ganzes Stück legen oder aber man geht her und schneidet davon so eine Rippe im Prinzip ab. Und das zeige ich euch jetzt. So sieht es dann aus. Zum Schluss haben wir jetzt noch unser Porterhouse Steak. Das Steak kommt ungefähr aus dem Bereich des Rostbeefs und wird im Prinzip einmal der Länge nach durchgeschnitten und durchgesägt. Man hat dann, wie man hier schön sehen kann, einmal den Teil des Rinderrückens, des Rostbeefs, woraus unser Rumpsteak ist, und auf der anderen Seite das Rinderfilet. Unterschied zum T-Bone Steak ist, dass beim T-Bone Steak der Anteil des Filets wesentlich geringer ist, als wie hier jetzt beim Porterhouse Steak. Das ist jetzt auch eher so das Steak für die Leute, die ein bisschen mehr Fleisch brauchen, oder? So ist es, ganz genau. Und weniger auf die Beilagen achten. Reifezeit so ungefähr 2 bis 3 Wochen. Du hast jetzt gesagt, das Fleisch reift. Warum ist es gut, wenn das Fleisch gut durchgereift ist? Das Fleisch ist nach dem Schlachten, die Fleischfaser ist nach dem Schlachten zäh und fest. Und durch den Reifeprozess, das kann man machen, indem man das Fleisch einfach in einem Dreiecher hängt oder in einem Vakuumbeutel verpackt und liegen lässt, wird durch diese reife Zeit die Muskelfaser entspannt und das Fleisch wird dadurch zärter. Und nur zartes Fleisch, gerade wenn man es kurz brät, wie das beim Grill üblich ist, lässt sich dann hinterher auch gut kauen. Das Fleisch am Knochen lassen wir zwischen 2 und 3 Wochen reifen. Fleisch ohne Knochen, gerade die Teilstücke, die zum Kurzbraten benutzt werden, 4 Wochen, 4 bis 5 Wochen. Also kann man sich merken, entspanntes Fleisch für entspanntes Grillen. So ist es, richtig, so sieht's aus.